Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Death Stranding. Wir müssen da die Sachen da unten bergen. Das machen wir jetzt auch mal. Und jetzt sind Gott sei Dank auch nicht sehr weit weg. So, es ist tatsächlich das zweite Mal, dass ich jetzt das hier mache. Weil ich bei der ersten Aufnahme eine kleine Audiostörung hatte. Beziehungsweise, ich habe so einen kleinen Fail gehabt. Wir haben auf Discord gerade... Oh. Die Maske. Fracht. Sauerstoffmaske. Einmal aufsetzen. Sonst nichts Gute. Oh, wo geht's jetzt hier runter? Ah, das war vielleicht nicht so schlau. Okay, das mal mitnehmen. Jedenfalls, wir haben gerade ein Event auf Discord. Beziehungsweise eine Vorplanung vom Fahrtag. Und ich dachte, damit die Leute es auch sehen, durch das Event starten. Was ich aber nicht gemerkt habe, ist, er hat mich automatisch in den Voice Channel reingeklatscht. Und ich habe alles auf Mute, bis auf das Spiel. Und jetzt war ich die ganze Zeit in diesem Voice Channel drin. Und momentan war Discord so eingestellt, dass das Studio-Mikrofon benutzt wird. Und jetzt habe ich da jetzt in den Zweifel vor mich hinbabbelt. Und hab die Leute ein bisschen genervt. Und hab natürlich entsprechend nicht darauf reagiert, weil ich sie ja auch nicht gehört habe. Ja, dann haben sie mich verschoben. Und man dachte, da muss ich mal kurz eine LP-Pause machen, weil mich zwei Leute ja gerade anschreiben. Und ja. Kommt jetzt irgendwie nicht mehr hoch. Das ist ein Problem. Shit. Ah, jetzt. So. Raus hier. Soll ich das mitnehmen, das Reparaturspray? Naja, ich nehm's mal mit. Komm, geh da rauf. Einmal noch. Sehr geil. Ja, und wie ihr schon gesehen habt, Freewheeler habe ich mir auch schon von der Garage rausgeholt. Yes, sehr gut. Lauf auf das Bike. Nice. Oh, da rüber und da rauf. Ja, ja, kein Stress. Okay, Terminal aktivieren. Liefern, angeforderte Fracht. Bitteschön. Hoffentlich hat's was gebracht. Ah, du hast ihn gefunden. Lass mal sehen. Ich muss ihn sehen. Meine Güte, er ist wirklich makellos erhalten. Fast schon unheimlich. Okay. Überspringen. Dankeschön. Yes. Nice. Vulkanorange, alles genau. Ein Haufen neue Materialien, das ist sehr praktisch. Das kann ich dann vor allem für die Straßen nutzen. Mal schauen, vielleicht machen wir das mal in der Folge. Straßen ausbauen. Danke, dass du mir die Lieferung gebracht hast. Und ja, sie enthielt tatsächlich einen Ammoniten mit einer echten Nabelschnur. Ich habe Hartman über das Netzwerk schon einige Bilder und eine vorläufige Analyse geschickt. Interessanterweise enthielten die umgebenden Schichten Spuren von Teer, was eine seiner Theorien untermauert. Wie dem auch sei, ich weiß, du hast diesen Ammoniten gerade erst hergebracht, aber ich möchte, dass du ihn einer Kollegin zustellst, einer Evo-Devo-Biologin. Sie interessiert sich seit geraumer Zeit für Teer. Und ich glaube, sie würde dieses Exemplar gerne untersuchen. Ziemlich bemerkenswert. Hab vielen Dank. Genauer gesagt, untersucht sie, wie der Teer die Entwicklung verschiedener Organismen beeinflusst haben könnte.
Von daher möchte ich dich außerdem bitten, die Teersammler in der Nähe ihres Bunkers zu holen und sie ihr mit dem Ammoniten zu bringen. Es wäre zu gefährlich für sie, sie selbst zu holen. Darum müssen wir diese Aufgabe dir aufbürden. Indem wir ihr helfen, kommen wir den Geheimnissen des gestrandeten Todes vielleicht einen Schritt näher. Die vom Netzwerk wiederhergestellten Daten haben uns schon so sehr vorangebracht. Und wenn du uns weiterhin hilfst, können wir noch mehr erreichen. Ja. Noch mehr mitnehmen, ist klar. Also. Bot können wir auch noch gerade wegschicken. Was weiß ich, mach mal das da. Besten Dank. Viel Spaß! So, und unser Auftrag. Hallo? Aufträge für Sam. Ja, das sieht machbar aus. Und nicht so weit weg. Auswählen. Immer schön rein in den GD-Bereich. So, Extras brauche ich nicht. Alles umladen. Passt. Achso, warte mal, die Maske. Rücktragen nochmal automatisch. Geht gar nicht. Okay. Auftrag zugewiesen. Söderle. Streckenplanung. So, mach weiter. Wir sind hier. Wir müssen nach da und dann irgendwo da vorne hin. Ich würde sagen, wir fahren mal da so. Hier da so drauf. Da runter. Da rüber, da so. Und eventuell da so ein bisschen vorbei und dann da rein. Damit wir schon mal ein bisschen oben sind. So, dann einmal rückwärts. Los geht's. Und wenn wir da zwischenzeitlich irgendwo Keralium sehen, nehmen wir das mit. Und da ist auch schon was. Radium, ich brauche die vier Straßen. Na bitte. Nice. So, runter hier. So, da hinten hat es auch noch mal ein bisschen Keralium. Ah man, wollte ich jetzt nicht im Vorn einnehmen? Doch. Nice. Ah, das war's. Ah, es ist so viel angenehmer, als wir zu gehen. Hat's gejuckt. So. Da ist die Sprungrampe. Ich will da eigentlich nicht springen. Ich will da ganz normal runterfahren. Yeah, der Regen. Mal wieder. Na komm, lass das mal mit dem Turbo. Dann schauen wir, dass wir da halbwegs schnell wieder rauskommen. Damit unser Fahrzeug hier nicht kaputt geht. Und natürlich die Ausrüstung. Oh, da kommt man ja sehr gut runter. Nice. Oh, und kein Schnee mehr.
Wichtige Fracht für den Auftrag liefern von Tersumann Amonio entdeckt. Wo denn? Ach, da hinten. Ah, Scheiße. Muss ich da wirklich alle 5 sammeln? Muss mal ganz kurz nachschauen. Fracht, Aufträge. Also übers mindestens. Warte mal, durchschnittliche Frachtschaden. Ich glaube, dann wird für die Berechnung als 100% beschädigt. Sammle alle 4 Behälter. Okay. Noch alle einsammeln. Ah, nicht das schon wieder. Oh, hast dich jetzt wieder gefangen. Ey, da ist er ja wieder. Jumpen mal. Ah, schieß ein Dreck. Annäherungsziel, ja, was du nicht sagst. ich glaube, wir parken mal hier. So. Antike D-Waffe. Komm, wer droht? Dankeschön. Oh, da vorne. Geile Waffe. Noch einer? Nee, nee. Oh, Mastzeiger muss hier mal weg. Vor mir? Ah, oh, das ist wieder so ein roter. Ich kann nicht wieder eine töten, ne? Ne. So, komm mal her. Kehrsammler. Ja, ja, ich geh zu dem auch nicht hin. Wo ist der nächste? Ah, da. Ah, fuck. Wir müssen hier weg. Schnell weg hier. Schnell weg hier. Das gibt Stress. Scheiße, stand da voll drin. Okay. Ich finde die Aufgabe jetzt schon geil. Na, wo ist der nächste? Immer in die Richtung weiter. Das Kiralium nehme ich da nochmal mit. Ja, wow, das ist ja fast nix. Wollen wir mal kurz stehen bleiben. Ne, ich sehe nix. Oh, da unten war gerade einer. Weg hier. Ich brauche eine neue Waffe. Leer. Ablegen B.
Jetzt bist du dran. Okay, dann gehen wir mal zu dem da unten. Achso, nein, da muss ich gar nicht hin, das ist nur verlorene Fracht. Wo ist der Tesa? Wo ist denn der? Ach, da unten. Hier drin ist jetzt keiner, oder? Nee. Halt, bleib stehen. Wo ist es? Ach du, den Auftrag, ich habe den geschafft. Oh fuck. Geht's hier weg? Okay, das Baby ist irgendwie noch voll am Ausrasten. Komm, bist du jetzt? Rückst du dich? Wo denn? Da ist doch sonst keiner mehr. Wo siehst du jemanden? Ich höre was. Aber ich... Lol. So, da unten ist der nächste. Oh. Scheiße, den ganz großen, den kriege ich einfach nicht. Fuck. Wie komme ich da hin? So eine Scheiße. Da hinten ist auch noch was. Sonst gehe ich mal zu dem da hinten. So, wir bleiben mal kurz stehen. Na, alle erwischt? Ja, schaut gut aus. Oh, da. Okay. Perfekto. Da ist wieder so ein großer Buddy. Wenigstens Kristalle ein paar. Wo sind hier die nächsten? Ja, da ist wieder so ein roter. Okay, lauf mal da gerade durch. Nein, 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 nein. Komm, 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 komm. Fuck. Komm, weg hier. Oh, so eine Scheiße. So, kannst du das mal alles aufnehmen wieder? Du kleiner Wichser.
Ah, und Bibi ist am Durchdrehen. Geil. So, aufnehmen. Scheiße, ich muss hier raus. So, ist das eine schlaue Idee, da in die Richtung zu gehen? Fuck, da ist ein roter. Ja, wir gehen in diese Richtung. Naja, da hinten ist auch wieder einer. Ah, scheiße, ist leer. Stirb. Nice. Fuck, roter. Was kann ich gegen die Roten machen? Ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Scheiße. Oh. Das mit der Nabelschnur sollte ich mir vielleicht mal anschauen, wie das geht. Aber muss ich jetzt. Wie viel habe ich jetzt? Beziehungsweise Fracht? Mal kurz schauen. Man kann es automatisch anordnen. Teersammler 3 und 2. Nur 2? Ne, 3. Teersammler 5 und 5. Shit, ich. Ich will da. Ah, ich will die andere Boxen nicht holen. Aufträge. Mach mal im Detail anschauen. 4 Behälter. Sammle alle 4. Scheiße, ich brauch noch einen. Fuck. Ja, der Behälter ist da hinten. Da weiß ich halt nicht wie hin. Was? Wo? Oh fuck. Bleib du mal da hinten. Wo ist der nächste? Scheiße, das ist der nächste rote. Wenn ich nur wüsste, wie das da funktionieren würde, mit dem Nabelschnur da durchreißen. Mann, oh. Magst du das bitte nochmal zeigen? Ja, wo geht das hin? Willst du kämpfen? Nein. Oder ich schau mal kurz im Netz nach. Man muss doch irgendwas machen können gegen diese Roten. Was? Wo? Oh. Wir sollten hier verschwinden. Oh, vor mir. Nice. Bis was? Wir machen eine Teillieferung.
Fürs Erste. Wo ist das Motorrad? Resine, da unten das Motorrad. Weil das Baby macht jetzt schlapp. Und ich brauche dann sowieso erstmal eine Pause. Also fürs Baby. Ernsthaft? Ah, du warst doch schon die ganze Zeit an. So. Ja, I know. Komm, wir fahren nochmal erst im Regen raus. Okay, Baby ist wieder happy. Lass mal gucken. Ja, da zeigt's mir es gar nicht an. Das ist jetzt kacke. Okay. Neuer Plan. Ich werde hier mal einen kleinen Schnitt machen. Ich werde wieder zurückfahren. Ich werde mal schnell hier im privaten Ding mal übernachten, damit das Baby wieder voll ist. Und dann lasse ich mir irgendwas einfallen, wie man dort zu der letzten Box hinkommt. Also, liebe Leute, kleiner Cut für euch. So, liebe Leute, da bin ich wieder. Und ich habe es geschafft. Ich habe alles. Und die Lösung für das Ganze war, weil im Netz habe ich auch nichts Spezielles gefunden. Ich habe mir... Was ist es denn? Ach, ich habe jetzt ein paar Behälter sind am Arsch. Wo ist es denn hin? Nicht die Handfeuerwaffe? Ach genau, nicht tödliches Sturmgewehr Stufe 3 habe ich mir geholt und habe einfach ein paar Mal reingeschossen und irgendwann war es dann tot. Also auch die Großen und da gab es dann auch recht viel Keralium-Zeugs da. Habe ich dann auch noch mitgenommen. So, erstmal raus hier. Aus dem blöden Regen. So, komm, Turbo. Ah, ich würde sagen, wir fahren da links rüber. Akku haben wir ja noch zu Genüge. Nice! Wir haben es geschafft. Oh, warte mal, ein paar Mal liken. So richtig viel. 108, so da. So. Also, ich hätte da Goodies. Ich bin beeindruckt, Sam. Nicht viele Leute hätten es überhaupt versucht. Darf ich mal gucken? Nein. Völlig unbeschädigt. Und der Teer im Inneren ist unberührt. Du enttäuschst mich nicht, mein Freund. Coole Sache. 247 Likes für das. Bots sind auch wieder ready. So, perfekt. Gut. Verbinde mich mit dem chiralen Netzwerk. Oh ja, immer gern. Meine Forschung erst richtig los. Geil! Das ist sogar ein recht großes Gebiet. Strang. Ja. Granatenwerfer. Geht das auch mit GT-Granaten? Ja, sehr geil. Okay. Da haben wir jetzt einen Haufen Goodies. Danke. Natürlich bin ich davon überzeugt, dass der Teer mit den GDs und dem gestrandeten Tod zu tun hat. Immerhin sind Teer und Zeitregen die bestimmenden Merkmale des Ökosystems nach der Strandung. Solche plötzlichen Umweltveränderungen führen unweigerlich zum Aussterben nicht anpassungsfähiger Organismen.
Diejenigen, die sich anpassen, tun dies mittels Enhancern, DNA-Abschnitten, denen erfolgreiche Organismen ihre Vorteile verdanken. Diese genetischen Faktoren sind der Schlüssel zur Evolution. Es gibt allerdings auch Gene mit gegenteiliger Wirkung. Sie benachteiligen Organismen. Extinktionsfaktoren werden sie genannt. Das sind die Samen von Fortschritt und Obsoleszenz. Solche Faktoren könnten in uns allen schlummern, irgendwann über uns entscheiden. Über jedes Geschöpf seit Anbeginn des Lebens. Falls das so ist, könnte der Teer uralte Beweise verbergen. Beweise für diese genetischen Entscheidungen, die uns an unserem jetzigen Scheideweg helfen könnten. Wie auch immer, dank dir kann ich mir die Zusammensetzung des Teers jetzt genauer ansehen. Wenn ich etwas Interessantes herausfinde, lasse ich es dich wissen. Gut gemacht, Sam. Du hast uns sehr bei der Erforschung des gestrandeten Todes geholfen. Mehr als du denkst. Danke nochmal, dass du mir Mamas Leiche und diesen Ammoniten gebracht hast. Apropos, die Analyse seiner Nabelschnur geht übrigens schnell voran. Ich habe die Daten mit einigen unserer wiederhergestellten Archive verglichen. Wie dem auch sei, kommst du bitte zurück zu meinem Labor? Die Verhandlungen für die Integration des chiralen Relais sind abgeschlossen. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du das für die Wiederherstellungsarbeiten notwendige Material sammelst und herbringst. Natürlich. Gute Arbeit. Neuer Weitere Informationen erhältst du an einem Lieferterminal. Ja, schauen wir mal ganz kurz. Aufträge. Roboteraufträge. Mach mal. Ist da. Oh, wir müssen zu dem Labor. Gibt es da irgendwie eine Abkürzung? Lass mal kurz gucken. Labor ist da oben. Kann man da irgendwie da so... Ach, da. Ich glaube, das geht. Wir wollen mal alle Markierungen entfernen. Oder machen wir Schnellreise. Wir machen eine Schnellreise. Wir fahren mal nach da oben hin. So, Freewheeler. Ach, bei der Schnellreise kann ich ja wieder den ganzen Crap nicht mitnehmen. So, tschüss, Kowski. Warum hat er denn eine Leiter da hingelegt? So, erstmal aufladen. Nice. Also, wir sind hier. Er meint, wir sollen hier hochfahren. Markierung. Einmal so, einmal so. Hier da so rüber, hätte ich mal gesagt. Mal bei dem Energy-Teil vorbei. Dann so und hier dann wieder so runter zu dem hier. Hätte ich mir jetzt mal gedenkt. Einmal da lang. Okay. Akku ist voll. Hoffen wir mal, dass da... Komm, fahr drüber, dass es nicht zum Regnen anfängt. Das hätte ich jetzt dann nicht so geil gefunden. Komm jetzt. Fahr drüber. Ach, Mann. Hallo? So, danke. Hier finde ich eine Straße nicht schlecht. Was zum... Okay. Ja, yeah, geht hier mal weg. Nein, der Regen. Ich hatte das Gefühl, das war eine Falle. Alter, was ist denn hier los? Da wäre eine Warnung nicht schlecht gewesen von Steinschlag. Wow. Schnell weg hier. Alter, fahr weg.
Das war's dann mit den Einnahmen. Ah ja, gut. Ist ja aber schöne Musik. Ja, bitte einmal aufladen. Dann würde ich gerne mal kurz wissen, wo muss ich hin? Außer nach unten. Okay. Ob Free wieder, du schaffst es. Ja, war mir glaube ich noch nicht, oder? Also sieht zumindest recht neu aus. Wow, okay. Ah, ist jetzt vielleicht nicht gerade so der idealste Weg. Da wären wir wieder beim Labor. Dann werden wir das Fahrzeug mal kurz einparken, damit es repariert ist. Also da hätte man die Ausrichtung auch ein bisschen anders machen können. Oh, scheiße. So, komm. Legt einfach mal so eine Extra-Nadel rum. Okay. Terminal öffnen. Ich hätte gerne Garage. Das da einlagern. Fahrzeug wird eingeladen. So, da. Ab zum Labor. Und so wie das Spiel drauf ist, sondern vermutlich wieder voll in die Pampa, vermutlich an zwei Orten. Und dann wieder zu ihm. Sudre! Wird es wieder persönlich oder machst. Lol? Muss ich persönlich zu dir rein? Ah ja, Tatsache. Mal schauen, ob er gerade wieder tot ist. Danke, Sam. Unsere Vergangenheit hat uns wichtige Hinweise geliefert. Keine Sorge, ich bin gerade erst zurück. Wir haben Zeit. Bei deinem Treffen mit Mama kam es bei dir zu einer starken Antigen-Antikörperreaktion, oder? Da war ein GD im Raum. Das stimmt. Aber etwas anderes könnte dafür verantwortlich sein. In Mamas Körper habe ich ebenfalls große Mengen chiraler Materie entdeckt. Nicht bloß die normale, die sich auf der Haut oder den Anzügen ansammelt. Sie ist in allen ihren Zellen. In Zellen, die nicht mehr aktiv sind. Das GD, dem du da begegnet bist, war besonders. Es war ihr Kind, aber auch ihre eigene Seele. Irgendwie haben ihr K und ihr H sich nicht getrennt. Sie müssen über die Nabelschnur verbunden geblieben sein. Das ist die einzige Erklärung. Deshalb hat ihre Berührung bei mir kein Hämatom verursacht? Ja, und das ist noch nicht alles. 10 Sekunden bis zum Herzstillstand. 5, 4, 3, 2, 1. Ich habe die Lockzeiten geändert. Das HQ wird nichts von dem erfahren, was wir sagen. Hier, eine Nachricht von Deadman. Sie kam mit der Nabelschnur. Sam, tut mir leid. Du hättest erfahren müssen, was du da transportierst. Aber ich konnte nicht riskieren, dass Dai Hartman von dem Behälter erfährt. Deshalb durfte er in den Unterlagen nicht auftauchen. Die Sache muss unter uns bleiben.
Wir wissen immer noch nicht, ob wir dem Direktor trauen können. Die Nabelschnur stammt von Bridget Strand. Ich habe sie heimlich entfernt. Es war kein Fötus an der Schnur. Sie war außen an ihrem Körper. Ich sollte mich um sie kümmern. Sie sagte, sie sei der Schlüssel zum gestrandeten Tod. Aber dem Direktor sollte ich davon niemals erzählen. Die Schnur zeigt keinerlei Anzeichen von Verwesung oder Nekrose. Fast als stünde die Zeit für sie still. Ich dachte, Hartman würde es vielleicht verstehen. Also ließ ich sie in Mountain Not City zu deiner Fracht packen. Deadmans Beobachtungen waren zutreffend. Es ist genau wie bei Mamas Leiche. Was meinst du damit? Dass sie etwas Einzigartiges verbindet. Beide haben große Chiraliummengen in ihren Zellen. Anders gesagt, die Nabelschnur der Präsidentin hat eine Verbindung zum Strand. Und so konnte sie sich dem Fluss der Zeit entziehen. Ich arbeite gerade an einer Theorie. Sie ist lückenhaft, aber hör sie dir vielleicht mal an. Viele Aussterben haben das Leben auf der Erde erschüttert. Große und kleine. Darunter die großen fünf. Und wenn man sich die Schichten der Erde ansieht, also ihre Geschichte, findet man Chiraliumablagerung für jedes dieser Aussterben. Was, wenn das Auftauchen der Strände und anderer begleitender Phänomene mit Aussterbeereignissen zusammenfällt? Du meinst? Ja. Unser gestrandeter Tod könnte nur der jüngste von vielen sein. Die Daten, bei deren Wiederherstellung du geholfen hast, deuten darauf hin, dass wir gerade das sechste Aussterben erleben. Das sechste Aussterben? Ach komm. Du weißt, was das ist, oder? Ein gefrorenes Mammut von vor 10.000 Jahren? Und das? Der Eismann von vor 5.300 Jahren. Sie hatten die gleichen Nabelschnüre. Blödsinn. Wer weiß, was, wenn Mammut und der Eismann gar nicht eingefroren waren? Willst du damit sagen, die Zeit stand für sich still, so wie für Mama? Leider gingen all diese Exemplare beim gestrandeten Tod verloren. Deshalb können wir die Originale nicht mehr untersuchen. Aber einige Datenfragmente haben überlebt. Über das chirale Netzwerk können wir vielleicht etwas Konkreteres erschaffen mit Evo-Devo-Technologie. Okay, vielleicht so. Ein Dinosaurier von vor 65,5 Millionen Jahren. Die Nabelschnur nicht verwest. Nur Säugetiere haben Nabelschnüre. Nein. Ausschließlich Säugetiere haben Nabelschnüre für die Schwangerschaft. Das ist etwas anderes. Nennen wir es einen Strang von der anderen Seite. Ich halte die Säugetiernabelschnüre für eine Art Mimese des Strangs, die sich dann mit der Zeit entwickelte. Wir sollten nicht annehmen, dass alles an einem gestrandeten Tod dem Leben schadet. Trilobiten, Ammoniten, Dinosaurier, das Mammut, der Eismann. Alle erhalten, als stünde die Zeit für sie still. Alle, ohne Ausnahme, mit Strängen gefunden. Also könnten alle mit dem Strand verbunden gewesen sein. Und das führt mich im Kontext der Extinktionsentitäts- oder EI-Theorie zu der Annahme, dass Organismen mit Strängen Extinktionsentitäten sind. Siehst du, Sam, EEs sind mit dem Strand verbunden über ihre Stränge. Und durch diese Verbindung verursachen sie irgendwie einen gestrandeten Tod. Du willst sagen, dass Bridget eine Extinktionsentität war? Für gesicherte Aussagen ist es viel zu früh. Und da du ihren Körper verbrannt hast, erfahren wir es wohl nie. Hickson hatte Amelie eine EE. Und im Gegensatz zu uns habe sie keinen Doms. Sam, überleg mal.
Angenommen, Präsidentin Strand war eine EE. Könnte dann nicht auch ihre Tochter eine sein? Jetzt, da die Präsidentin fort ist, könnte Hex zumindest darauf hoffen. Also entführt er sie wegen ihrer EE-Kräfte, um ein Massenaussterben herbeizuführen? Vielleicht. Vielleicht nicht. Ich bezweifle, dass eine einzige EE einen gestrandeten Tod auslösen kann. Falls Amelie eine EE ist. Naja, also Hex scheint das zu glauben. In der Tat. Und wir müssen sie schnellstmöglich zurückholen. Noch eine Minute. Bitte halten Sie sich an etwas fest. Ah, das hier ist echt. Sam, geh nach Westen. Wie soll ich mit Dai Hartman umgehen? Mit der gewohnten Zurückhaltung. Er sollte lieber nicht von unserem Verdacht erfahren. Was hier auch noch vor sich gehen mag, wir brauchen das chirale Netzwerk. Okay. Laborsicherheitsmaßnahmen aktiviert. Alter Herren, seine Likes. Damit komme ich nicht klar. Ja. Viel Spaß beim Sterben. Geh nach Westen. Ja. So abgefuckt die ganze Story hier. Okay. Ich würde mal sagen, wir werden mal schnell schlafen gehen. Was ist jetzt eigentlich unser Auftrag? Nehmen wir in Hartmann schnell einen neuen. Achso. Sollen noch einen Auftrag annehmen. Machen wir das mal. Können wir den aktivieren? Es ist Zeit, Sam. Wenn du bereit bist, begib dich zum Ufer des Teergürtels und beginne mit der Arbeit am chiralen Relais. Bring es mit dem Cupid online, sobald es fertig ist. Das benötigte Material steht für dich bereit. Die Vorräte sind begrenzt, also behandle sie vorsichtig. Immer doch. Du wirst auch viel tragen. Alles in allem könnte das einer deiner bis dato schwierigsten Aufträge werden. Hartman weiß mehr über den Ort als ich, deshalb übernimmt er jetzt. Ah, der ist gerade gestorben. Es ist ohnehin Zeit zum Aufwachen für ihn. Defibrillation. Abstand halten. Hab's doch gesagt. Genau. Was diesen Wegposten angeht. Eigentlich wollten wir dort den Wegposten errichten, den wir an den Teergürtel verloren haben. Paradoxerweise haben wir es nicht getan. Weil uns der Ort zu unsicher und das Risiko nicht wert zu sein schien. Das ist jetzt unsere beste Hoffnung. Hoffen wir also, dass unsere Entscheidung damals falsch war. Glücklicherweise ist das gelegte Fundament immer noch intakt. Du musst nur das benötigte Material hinbringen und die Sache zu Ende bringen. Ich fürchte, dass wir nur so das Netzwerk weiter nach Westen erweitern und Amelie retten können. Wir zählen auf dich, Sam. Okay, lass mal schauen. Auftrag annehmen. 150 Kilo. Das kann ich nicht tragen. Ich brauche da etwas einfach. Das könnte sich jetzt schwierig erweisen, abzuschließen. Ja, aha. Wo ist denn dieses Gewichtsding da? Kraftskelett. Geländeskelett, Panzer, okay. Kraftskelett, einmal. Okay. Alles umladen. Oh, was? In der Hand, in der linken Hand. Scheiße, was soll ich denn mit dem machen? Warte mal. Lassen wir das mal ganz kurz. Ich brauche nochmal das Frachtmenü. Ah, fuck, nein, ich hab's jetzt nochmal gemacht. Alles umladen. Aktiv Skelett ausrüsten. Jetzt kann ich 250. Alles automatisch. Sehr gut.
So, den Collision können wir abladen. Und die ganzen Sachen müssen wir irgendwie mitnehmen. Oh, das kann ich gar nicht auf den... Reparatureinheit. Nee, warte mal, wie kriege ich das jetzt mit? Okay, na, wir brauchen einen Lastenschieber. Okay, aufbrechen, ja. Auftrag zugewiesen. So, lass mal gucken. Lastenschieber auf Kracht. Lastenschieber abladen. Dankeschön. Lastenschieber, wo bist du? Wo ist er denn? Ach da. Komm, ich will den auswählen. Nee, Moment. Ach, da ist er. Schweber befestigen. So, komm. Da war doch jetzt gerade die Option, dass ich das auf den Schweber drauf machen kann. Spiel. Gut, machen wir es einfach auf den Rücken, ist mir ja egal. Komm. Jetzt. Fachmänner öffnen, Schweber lösen, liken. Okay, Mann. Wie dämlich. So. Ist da bitte auf den Schweber. Ist da können wir abladen. Bestätigen. So, die nächsten. Auf den Rücken. Auf dem Rücken. Auf dem Rücken. Nein, jetzt habe ich... Ach, Mann. Jetzt habe ich das... den Müll mitgenommen. Wo ist es? Da. Da. Auf Schweber. So, ich lasse den Bootbeutel mal drin, weil sonst nehme ich ihn gerade wieder mit. So, auf Rücken tragen. Dann hätten wir jetzt alles. Raus hier. Okay, einmal umladen. Fracht. Wo ist es? Da. So, und die ganzen Sachen da sind im Arsch. Ich glaube, wir sollten mal so ein Reparaturding kaufen. Und die Sachen mal hier reparieren. Oder ich tue es mal temporär in den privaten Spind rein. Bitte dranbleiben. Ruhe empfohlen. War die Brücke vorher schon da? Bin mir nicht aufgefallen. Dankeschön. So, dann schauen wir mal. Wohin geht's denn? Oha. 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 Das wird eine Weile fort. Vermutlich macht es Sinn, dass wir den gleichen Weg hier wieder retour gehen. Weil hier waren ja so GDs und so. Wir könnten dann nochmal auf die Wetterkarte gucken, aber dann sind wir da endlich hier unten. Aber wir sind an der Zeit. Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns schon bald da unten. Gute Reise. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.